Wer etwas kritisieren möchte, der sollte es meiner Meinung nach auch verstehen. Eine Katze anzuschreien, weil sie sich vor dem Besuch den Hintern mit der Zunge wäscht, ergibt halt keinen Sinn, wenn man versteht, dass Katzen kein Schamgefühl haben. Und somit kann ich den Glow-Up-Challenge-Trend natürlich auch nicht kritisieren, ohne zu beweisen, dass ich mich ins Thema eingearbeitet habe. Vorweg, ich kritisiere öffentlich sowieso nichts, was ich komplett dumm finde. Meine Kritik an der Außendarstellung von Minimalismus kam bei euch richtig gut an. Und auch da war die Grundlage, dass ich die Kernidee super finde. Beim Glow-Up ist das nicht anders. Da steckt schon viel Gutes hinter. Die Frage ist aber, ob am Ende nicht das Thema verfehlt wird, weil Social Media tut, was Social Media eben tut. Was ist überhaupt das Ziel eines Glow-Ups bzw. einer Glow-Up-Challenge? Nun, es handelt sich um den Versuch, innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine Verbesserung des Selbst vorzunehmen, die nach außen hin sichtbar ist. Wir nehmen, was wir schon haben und lassen es aufleuchten. Die möglichen Maßnahmen dafür sind: mehr Wasser trinken, mehr Gemüse essen, weniger Zucker essen, eine neue Frisur ausprobieren, besser mit Make-up umgehen, abnehmen, zunehmen, fitter werden, neue Garderobe zulegen, entspannen, meditieren. Und da liegt auch schon der erste Kern der Kritik verborgen. Beim Glow-Up ist einerseits der Social-Media-Faktor sehr hoch, der sich auf das Äußerliche bezieht. Gleichzeitig wird aber auch innere Arbeit reingemischt. Gedanken per Tagebuch ordnen, sich gut zureden mit Affirmationen, Entspannungsübungen, Sinnsuche. Auch das soll Teil des Glow-Ups sein. Und so landen dann 24 Stunden Crash-Diäten plus neuer Look in derselben Kategorie wie monatelange Selbstfindung. Es gibt Menschen, die online wirklich den langen Prozess teilen, mit allen Höhen und Tiefen. Das ist hier definitiv kein Anti-Weiterentwicklungsvideo oder so, da draußen wird viel Gutes gezeigt. Oft passiert es dann aber doch, dass das Wort Glow-Up aus dem Titel wieder gestrichen wird. Fühlt sich nicht mehr ganz so passend an. Zurück bleibt unter der Überschrift Glow-Up-Challenge daher meist das, naja, leicht verdauliche Zeug. Nun könnte man aber sagen, okay, mal einen neuen Stil auszuprobieren, sich etwas mehr Mühe beim Aussehen zu geben und sich gesünder zu ernähren, das sind doch alles gute Dinge, oder? Ja, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem Ziel eines Glow-Ups. Denn Glow-Up-Challenges sind meist zeitlich begrenzt. Alles, was du hier nebenbei siehst, ist innerhalb weniger Tage passiert. Und es hat viel Zeit aus meinem Alltag genommen. Für eine Veranstaltung mal 3 Tage oder so perfekt zu essen, jedes Härchen zu zupfen, mehr Make-up zu tragen oder mehr Krafttraining und Cardio zu machen, klar ist das möglich. Aber es wird ja schon oft der Schein erweckt, dass man den Zustern nach dem Glow-Up auch halten kann. Und hey, vielleicht kannst du das. Aber ich wüsste nicht, wie jemand mit einem Vollzeitjob und einem Sozialleben jeden Tag äußerlich und innerlich auf Zack sein sollte. Selbst kochen, jeden Tag gestriegelt aussehen, Sport machen, sich weiterbilden, meditieren, die Wohnung perfekt aufgeräumt halten, Wasser kippen wie ein Champion. Klingt anstrengend. Ich bin keine Maschine und ich werde keine perfekte Ernährung umsetzen. Ich habe keine Lust, jeden Tag viel Zeit in meinen Look zu stecken. Manchmal, naja okay oft, liegt bei mir auch Zeug in der Wohnung nicht am richtigen Platz. Zumal viele Glow-Up-Trends auch alles andere als günstig sind. Nur Bio-Gemüse, teure Pflegeprodukte, neue Kleidung. Würde ich ja alles nehmen, aber ist halt gerade nicht drin. Und umso wahnsinniger finde ich es, wenn Glow-Ups von gewöhnlichen Bürgern mit denen von Stars zusammengeworfen werden. Celebrities und einige Influencer haben Zugang zu den besten Chirurgen, besten Stylisten, besten Fitnesstrainern, besten Ernährungsberatern. Das ist eine Teamleistung. Und oft wird der Glow-Up ja auch von außen erst an eine Person herangetragen. Ein Star hat abgenommen und es gibt aber hunderte Artikel darüber. Jemand hat sich seit der Schulzeit voll verändert und jetzt ist er ein total anderer Typ. Wow, was für ein Glow-Up. Gewicht, Haarschnitt, Kleidung, Make-up, Muskeln, Einkommen. Daran werden Glow-Ups oft festgemacht. Und klar, es kann einen Zusammenhang zwischen dem Aussehen und der inneren Arbeit geben. Aber wenn jemand wirklich einen vollständigen Glow-Up hatte, also an sich gearbeitet hat, mental und körperlich gesünder geworden ist, dann ist das ein langjähriger, schwerer Prozess gewesen, der bestimmt nicht mit einem Social-Media-Trend zusammengefasst werden sollte. Das erweckt dann nämlich den Eindruck, es wäre leicht, ein glücklicher, gut aussehender, erfolgreicher Mensch zu sein. Ein weiterer Beigeschmack ist, dass das alte, nicht geglow-upte Ich entwertet wird. Diese Version hier von mir versucht rücksichtsvoll zu sein, aus ihrem Leben was zu machen, sich weiterzuentwickeln und das Leben irgendwie zu genießen. Alles mal mehr, mal weniger erfolgreich. Sie in irgendeiner Weise in einen negativen Kontext zu packen, heißt auch, ihr etwas Wert abzusprechen. Warum? Weil sie Schlapperpullover trägt und es nicht schafft, jeden Tag Gemüse zu essen? Schönheit und Gesundheit ausschließlich am Äußeren festmachen zu wollen, ist einfach nicht gut. Und insgeheim wissen die meisten von uns das wahrscheinlich auch. Aber was ist leichter? Seinen Lebensstil so zu ändern, dass man mehr Rücksicht auf Mitmenschen nimmt, sich nachhaltig gesund ernährt und die eigene Persönlichkeit weiterentwickelt? Oder neue Klamotten kaufen, mehr Make-up tragen und ein Hörbuch über Meditation auf dem Weg zur Arbeit einzuschalten? Mindset ist das Wort, das eigentlich immer wieder reingemischt wird bei Glow-Ups. Das erweckt dann den Anschein, dass die Selbstfindung eben doch einen großen Teil ausmacht. Das will ich auch nicht allen absprechen.
Aber ganz oft steckt hinter dem neuen Mindset eigentlich Folgendes. Wie sollen mich andere sehen? Wie kann ich schöner wirken? Wie bin ich das perfekte Selbst? Wie kann ich mein altes, kaputtes, fehlerhaftes Ich loswerden? Ich will euch nicht sagen, ihr solltet euch komplett von allen Glow-Ups fernhalten. Seien wir ehrlich, wenn man auf Social Media irgendwie aktiv ist, geht das auch kaum. Aber wenn euch das Thema interessant vorkommt, dann sucht halt nach Content-Creatern oder auch Privatpersonen, die keine Versprechungen machen, die über die Höhen und die Tiefen sprechen und die zu jedem Vorher-Nachher-Bild einen Disclaimer dazulegen wie eine Packungsbeilage, um die Nebenwirkungen falscher Dosierung zu erklären. Ich bin pro Veränderung im Leben. Wenn ich eines Tages merke, dass ich mich im Vergleich zum Vorjahr überhaupt nicht weiterentwickelt habe, werde ich enttäuscht sein. Aber die Veränderungen in meinem Leben bisher, die wirklich zu mehr Zufriedenheit geführt haben, sind kaum Social Media tauglich. Also halte ich die Augen und Ohren offen, lerne, aber ich kopiere nicht. Und ich nehme sofort kilometerweit Abstand, wenn irgendjemand leere Versprechungen macht. Und jeder, der das Wort Glow-Up nutzt, ohne es für sich persönlich zu erklären und die Probleme zu benennen und einzuordnen, der fällt für mich nun mal in die Kategorie leere Versprechungen. Ich hoffe, das Video konnte dir so ein bisschen Einblick in diesen Trend geben. Ich habe noch einige Sachen ausgelassen. Also zum Beispiel, wie man mit Filtern, Kamerawinkeln und Licht noch nachhelfen kann, damit dieses Glow-Up einfach viel toller wirkt. Und auch, dass dieser Trend hauptsächlich von TikTok stammt, wo viele junge Menschen sind, die nicht klassisch einen Glow-Up haben, weil sie was verändert haben, sondern die halt einfach durch die Pubertät durchgehen und sich dadurch noch verändern, habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen. Hauptsächlich habe ich nochmal gemerkt, was für einen enormen Effekt Make-up doch haben kann. Und ja, ich möchte am Ende nicht irgendwie sagen, ihr sollt euch auf keinen Fall ausprobieren mit einem Glow-Up. Ich sag halt nur, wenn ihr das machen wollt, dann habt realistische Erwartungen und vielleicht versucht ihr nicht unbedingt, das Ganze Social-Media-tauglich aufzuarbeiten, sondern eher für euch gewisse Erkenntnisse zu gewinnen.